Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS25. Ja, daran muss man sich erstmal gewöhnen. LS25 und wir sind ja auf unserer asiatischen Map. Das sieht man unschwer natürlich auch an den vielen, vielen tollen Dingen, die ich hier mir mittlerweile auf den Wagen gepackt habe. Ob das jetzt Chili ist, ob das jetzt hier Knoblauch ist, ob das China-Kohl ist oder die vielen, vielen anderen leckere Sachen. Was habe ich vor? Ich will mit dem ganzen Material mal in die Stadt fahren. Da gibt es ja einen Bauernmarkt und wenn ich das richtig mitbekommen habe, sind dort überall die Regale leer und die brauchen Material, damit das Regal wieder voll und aufgefüllt werden kann. Und es sieht hier nämlich so aus, das habe ich jetzt mittlerweile auch festgestellt, nachdem ich ja jetzt hier ein kleines bisschen vorgespult habe. Also meine Silageballen sind noch lange, lange, lange nicht so weit, als dass wir damit Geld machen können. Ich glaube, wir sind gerade mal bei 60%. Das wird wohl diesen Monat nicht mehr. Und was die Produktion hier angeht, ja, da habe ich dann jetzt auch mal ein bisschen genauer nachgesehen und da habe ich festgestellt, Leute, ist natürlich eine echt kleine Produktion. Man sieht es schon rechts unten, aber wenn man natürlich hier reinschaut bei Produktion, so kommt, mach, dann sehen wir bei der Konservenfabrik, dass der ja das Material wie Chilischoten, Knoblauch oder Frühlingslauch, das sind ja gerade mal 480 Liter, die da reinpassen. Das heißt, mehr oder weniger, glaube ich, eine Palette. Also ich kann da jetzt gar nicht bergeweise das Material hier reinkippen, weil das auch gar nicht so schnell verarbeitet wird. Also das ist echt eine kleine Hofproduktion und deswegen muss ich im Prinzip jetzt auch das andere Material direkt verkaufen. Ich habe jetzt gedacht, wir werden hier alles veredeln. Ist nicht so. So, ich habe mittlerweile auch unseren Schafen ein bisschen wieder Futter gegeben, habe da einen Ballen mal reingeschmissen, damit die hier nicht, Hunger laben. Und man sieht es jetzt auch, dass hier das Gras, wenn wir hier mal reinschauen, nur noch die Weide bei, ja, fast runtergefressen ist. Und deswegen muss da auf jeden Fall das Gras rein. Ansonsten auch hier eher bescheiden. Wir sehen es, die Wolle, ja, wird jetzt gerade mal so die erste Palette gleich fertig. Und was die Milch angeht, auch das wird sich im Moment noch ziehen, solange die Tiere noch nicht, ja, ich sage mal, alle ausgewachsen sind. Es ist jetzt eher eine optische Sache, als dass es uns wirklich was bringt. So, also, die Silageballen habe ich auf dem Feld gelassen. Die können ruhig auf dem Feld auch liegen bleiben. Das Gras wächst ja sowieso im Moment nicht. Und wir müssten da hinten auf jeden Fall noch düngen. Wir müssten hier eigentlich auch düngen. Aber da schauen wir mal, wann wir das tun. Jetzt wollen wir ein bisschen Geld verdienen. Leute, wir fahren jetzt in das, ich hätte jetzt beinahe gesagt, ins Dorf. Wir fahren jetzt in die Stadt und dann schauen wir mal, was wir hier dem Bauernmarkt Gutes tun können mit unseren lecker Erzeugnissen, die wir ja hier in unseren Gewächshäusern produziert haben. Und wir haben ja hier noch jede Menge Platz für Gewächshäuser, theoretisch, wenn wir das Feld da drüben noch kaufen. Also da muss ich mir nochmal Gedanken machen, wie wir das hier besser gewuppt kriegen. Wir können natürlich auch alles direkt verkaufen. So, wir starten hier rein, aber ich will nochmal ganz kurz gucken. Augenblick mal. Ah ja, ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen. Da ist hier, die vordere ist noch nicht so richtig. Na, ich hoffe, das hält hier mit den Spanngurten. So, wir müssen mal reingucken wegen Verkauf. Und zwar müssen wir zum Bauernmarkt. Okay, also, was haben wir denn hier zum Beispiel alles drauf? Wir haben zum Beispiel Knoblauch. Ich habe mir sagen lassen, Salat soll ein Bringer sein. Naja, wir werden mal sehen, ob wir hier auf Salat umstellen, aber mit Salat können wir natürlich nicht weiter produzieren. So, was haben wir denn hier irgendwo? Knoblauch. Wir haben Mais, Kimchi. Das haben wir zum Beispiel auch eine Palette dabei. Okay. Die bringt beim Bauernmarkt, gut 660 und die Preise sind schon wieder fallend. Aber die Preise sind 656 die beste, also wir sollten uns ein bisschen beeilen. Ansonsten Knoblauch, auch gute Preise. Und vielleicht auch gute Besserung. Also, wir sehen, am Bauernmarkt kriegt man relativ gute Preise. Also fahren wir mal dahin. Konservenfabrik? Nee. Stopp mal. Ich wollte natürlich auch hier den Bauernmarkt markieren. Der muss dann genau 500 und ein paar zerdrückte Meter. Ich weiß nicht, also ich bin da nicht ganz so glücklich. Ich fand es mit der Säule, auch wenn das natürlich nicht so richtig reinpasst. Aber irgendwie war das dann doch besser. Naja, okay, wir sehen es links unten und wir fahren jetzt mal, stopp, hier links rein, auch wenn wir hier Gegenverkehr haben.
Aber der kann jetzt auch ein bisschen warten. So, Freunde, wir sind hier unterwegs auf der PlayStation 5. Und wir werden auch bald hier beginnen. Oh, und überholt uns. Der KI-Verkehr nimmt hier richtig Gas. Wir werden auch in Bälde dann auf dem Mac mal zocken, hier den LS25, und uns da mal anschauen, wie dann sich das Ganze darstellt. Aber im Moment ist das hier unser Projekt für die PlayStation. Und ich habe ja hier vom einen oder anderen schon gehört, dass es zum Beispiel auch Probleme gab bei Steam und das Spiel zum Beispiel auf PC nicht gestartet werden konnte und man dann auch ausweichen musste wieder auf, ja, das Spiel herunterladen bei Giants. Also, wie gesagt, die Themen hier um den Start des LS25 sind dann doch einige häufige. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir da reinkommen. Ja, ich muss mich da jetzt orientieren. Eigentlich müssen wir da links, aber da kommen wir nicht rein. So, Entschuldigung, da musste ich doch mal ganz kurz husten. Da kommen wir nicht rein, weil das eine Einbahnstraße ist. Können wir dann hier rein? Hier können wir rein. Oh ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie wir das hinkriegen. So, hier dürfen wir jetzt aber links fahren, oder? Ja, da kommt nichts. Und die Ampel ist jetzt rot. Okay. Ja, ich glaube, wir müssen wieder um den ganzen Ort hier, um die Stadt herum. Oh, wir haben sogar Leuchtreklame hier oben. Das ist ja spitzenmäßig hier, rechts oben. Die sogar wechselt. Okay. Ja, jetzt komm nach hinne hier. Also, wir haben geladen Chinakohl, Austernpilze, Chilischoten, Knoblauch und... Das zeigt er jetzt gar nicht an, aber unser Kimchi, oder wie das heißt, diese... Ja, wie nennt man das? Im Prinzip ist das so eine Art Sauerkraut. So, eigentlich könnte ich hier durchfahren, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, das ist... Nee, das ist Fußgängerzone. Da fahren wir nicht durch. So, kann ich denn hier durch? Nee, da kann ich auch nicht durch. Da stehen Hütchen. Also muss ich doch ums ganze Ding hier rum. Da stehen auch Hütchen. Und ich glaube, hier müssen wir eigentlich so ein bisschen rechts vor links drauf achten, ne? So, The Farm Father. Ich würde ja sagen, das Ganze sieht aus wie The Good Father. Oder Godfather. Ich glaube, so war es. Ich weiß es gar nicht mehr. So, hier fahren wir jetzt links. Okay. Die nächste dürfen wir gar nicht links. Das ist auch eine Einbahnstraße. Oh Mann, das ist eine spannende Geschichte hier. Aber eigentlich müsste es ja jetzt passen, wenn wir hier nochmal links fahren. Genau. So, und dann kommen wir doch hoffentlich hier zum Verkauf. Ja, noch 170 Meter. Wir werden es schaffen. Aber wir müssen hier immer ein bisschen aufpassen. Also es ist schon nicht schlecht gemacht, ne? Also man muss schon sagen, also hier steckt schon viel drin. Da kann man viel, viel entdecken. Ja, wir müssten eigentlich von dort kommen. Nee, da kommen wir aber auch nicht. Nee, wenn wir von da kommen, wo wir sind, da müssen wir um die ganze Stadt herum. So, jetzt bin ich mal gespannt. Hier ist Abladezone. Wird er das Zeug einfach so nehmen? Muss ich da ran oder wie oder wer oder was? Ich bin gespannt. Wie läuft das? So, Augenblick mal. Wir schalten mal den Motor ab, denn es geht ja hier darum, dass hier die Geschäfte zu sind. Man sieht es, hier fehlt es an Waren. Die Geschäfte sind zu, die Auslagen sind leer. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir unsere Materialien hier abgeben, ob sich dann hier was tut, ob sich dieses Einkaufszentrum dann mit Leben füllt. Muss ich jetzt hier was machen? Abkuppeln, Helfer? Nein. Wenn wir jetzt rückwärts reinfahren, hilft das? Na, ist klar, hinter uns stehen sie jetzt. Aber wir bringen lecker, lecker Lebensmittel, Freunde. Okay. Jetzt machen wir mal Folgendes. Wir werden jetzt erstmal... Ja, okay, die Spanngurte müssen weg.
Dann fahren wir hier mal rückwärts rein. Oh, ja, sorry, sorry, Madame. Und jetzt sehen wir es doch tatsächlich. Ja, guck mal, hier haben wir... Oh, oh, da ist aber noch viel, viel Platz, ne? Da ist aber noch viel, viel Platz. Aber da sind jetzt unsere lecker, lecker... Unser lecker, lecker Food. Fresh. Fresh, Freunde. Chili. Okay. Und da ist auch noch ein bisschen, oder? Da ist der China-Kohl, genau. Hier hat es jetzt auch Auslagen. Farmer, Farm Fresh, okay. Sehr schön, hier fehlt es noch. Obwohl, hier haben wir auch ein bisschen Chili. Okay, okay. Ja, es verteilt sich, aber dennoch, viele, viele Regale sind noch leer. Viele, viele Regale sind noch leer. Pricey Spice, okay. Farm Fresh. Sehr schön. Also, das finde ich schon cool gemacht. Hat was. Da oben steht es auch, da gibt es Spinat. Spinat. Bubble. Ja, also wie gesagt, schön, schön, schön und spannend. Und wir halten hier den ganzen Betrieb auf, so wie es aussieht. Also gut, dann fahren wir mal. Achso, jetzt habe ich gar nicht geguckt, was haben wir denn eigentlich verdient? Aber so viel kann es gar nicht sein. So, wir müssen hier die nächste rechts. Und stopp und weiter. Das schauen wir uns dann an. Den Verdienst schauen wir uns dann an, wenn es hier zur Stadt wieder rausgeht. Und wieder zurück auf unsere Farm. Ah, okay. Ja, ich glaube, so knapp 10.000 wird es wohl gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr genau. Hatten wir 62, 63. Wir gucken gleich mal rein, was hier rumgekommen ist im Januar. Also viel wird es nicht sein. Also mit Gemüse wird man definitiv nicht reich. Das haben wir jetzt schon mal festgestellt, weil die Mengen sind dann doch überschaubar. Und wenn, dann müsste man das schon im ganz, ganz großen Stil machen. Aber mit den Gewächshäusern, ja, das ist halt ein Zubrot, so will ich es mal formulieren. Aber das große Geld kommt damit nicht rein. Damit können wir mehr oder weniger gerade die Kosten decken. So, und hier müsste man eigentlich auch mal demnächst tanken und reparieren. Aber ich finde es schick. Also wir sind jetzt im Januar und ich hoffe, dass wir mit der Silage ein bisschen was machen. Die ist zum Glück relativ preisstabil, weil im nächsten Monat fallen die Preise wieder. Aber sie ist preisstabil. So. Dann können wir den Anhänger wieder reinstellen. Der hat dann für heute seine Schuldigkeit getan für diesen Monat. Sehr schön. Okay, Motor aus, aussteigen und jetzt gucken wir mal in die Finanzen. Das wird wieder gespeichert. Auf der PlayStation 5. So, Finanzen. Wir müssen erst wieder hoch. Ja, das ist alles nicht so trivial. Werkzeug, Finanzen. Was haben wir verdient? Oh, 10.500. Ja, okay, in Summe haben wir was verdient. Also 10.500. Wenn wir also einen Monat durchmachen, dann ist das ungefähr das, was wir mit unserem Gemüse verdienen können. Nebenher läuft ja noch die Konservenfabrik. Aber da haben wir ja auch eine Palette verkauft von dem lecker, lecker Kimchi. Naja, okay. So, wie geht's weiter? Tiere brauchen wir nicht mehr füttern. Wir könnten eigentlich auch ein bisschen vorspulen. Aber ich habe so den Verdacht, wir können gleich in den nächsten Monat. Das ist übrigens kein Schnee, was man hier sieht. Ich weiß es nicht. Sind das Glühwürmchen oder irgendwas? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat es davon sehr, sehr viel, was man da so rumfliegen sieht. Ja, das ist so ähnlich wie mit den Rehen. Dafür sieht man die jetzt etwas weniger. Okay, wir haben 61% Gären. Ich glaube nicht, dass das noch irgendwas wird hier. 14.43 Uhr, das wird nichts. So, den Tierchen geht es soweit auch ganz gut. Ach, wir müssten eigentlich düngen, fällt mir gerade ein. Wir müssten eigentlich düngen. Und machen wir das mit dem hier? Nein, wir müssen das, denke ich, mit dem anderen machen, weil wir kein Gewicht haben für den Iseki. Ja, 73.000. Wir haben, wenn ich richtig noch weiß, wie viel haben wir? Oh, Finanzen. 200.000 im Minus. Haben wir irgendwas Praktisches? Nein, da gibt es nichts. Ja, wir brauchen einen Düngestreuer. Saatgut, Feldspritze. Ah, hier sind die Düngestreuer. Oh, der ist witzig. Ja, 300 Liter ist nicht viel, das, was wir hier haben.
Ja, 25, 3200, 25. Wir werden den sowieso brauchen, weil wir müssen ja hier im Moment noch, weil wir ja kein Precision Farming haben, zweimal düngen im Prinzip, müssen wir da drüber fahren. Also gut, dann nehmen wir die Amazone, es hilft nichts. Sehr gut, ist gekauft, steht also abholbereit. Dann also doch mit dem Kubota. Ich sag immer Kabuto, beziehungsweise das denke ich mir immer. Aber es ist ja der Kubota. So. Dann werden wir das erstmal wieder... Ja, ich überlege gerade, lassen wir es dran? Wir lassen es dran. Okay. Hinten ablassen. Das Gewicht brauchen wir jetzt vorne. Ich bin jetzt gerade im Überlegen. Ja, wir werden es mal kurz antesten. Aber ich denke nicht, dass unser Weizen gewachsen ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, weil wir müssten mal gucken wegen Fruchtzerstörung. Oh, ist da Unkraut? Augenblick mal, ist das Unkraut? Ein Unkraut. Ach, das ist ja witzig. Also ich laufe hier durch und nur da, wo es Unkraut hat, erscheint auch im Prinzip Unkraut. Benötigt Kalk, muss gewalzt werden. So, und wenn wir hier auf der Pflanze drauf sind, auf der Unkrautpflanze... Ah, nee, wenn wir sie jetzt... Also wenn wir mit dem Zeiger drauf gehen anscheinend. Okay, Unkraut groß. Also eigentlich müssten wir hier auch spritzen. Eieieiei, da haben wir ja richtig zu tun. Lohnt sich das alles? Ich weiß es nicht. Jetzt schauen wir mal. Haben wir Fruchtzerstörung? Nein, wir haben keine Fruchtzerstörung. Also es ist noch nicht so weit hochgewachsen. Aber wir schauen schnell mal in die Einstellungen. Ich habe aber Fruchtzerstörung an. Ja, Fruchtzerstörung ist an. Gut. Ja, machen wir mal ein bisschen Licht. Ist ja noch früh am Tag. 15.18 Uhr. Nee. So, aber 15.18 Uhr heißt, dass wir jetzt auch mal schnell die Zeit etwas wieder reduzieren. Sonst rennt die uns davon. Augenblick, das ist die Speicher. So, da gehen wir auf 3 Minuten. Das ist okay. Und der Händler ist ja zum Glück nicht weit. Und dann holen wir uns unser neues Gerät, unsere neue Maschine, den Düngestreuer. Und dann geht's los. Aber wir müssen da wirklich ein bisschen sorgfältig bzw. zurückhaltend sein. Denn die Finanzen... Ja, ich weiß es nicht. Das ist alles jetzt nicht gerade so prickelnd und die Spiegel flackern immer noch. Wir brauchen ja auch noch Dünger. So, was haben wir denn da stehen noch? Ich weiß es gar nicht. Kann das Dünger sein? Aber mir fällt ein, wir haben auch mit Sicherheit noch Dünger am Hof, ne? So, was haben wir da? Was ist das? Saatgut oder Dünger? Mineraldünger. Okay, dann machen wir das dann auch gleich hier entsprechend weg. So, wir können aber auf jeden Fall noch einen gebrauchen. Wir haben Verbrauchsgüter, Mineraldünger, Big Bag. Da sind 1000 drin, da sind auch 1000 drin. Ja, das Kopf ist gesprungen. So, einen... Ja, ich überlege gerade, das sind jetzt 1100. Ja, wir brauchen noch einen. Wir brauchen mit Sicherheit noch einen. Oh, da geht's Geld weg. So, am Hof haben wir dann noch. Jetzt ist zu. 42 Meter. Okay.
es ist besser, wenn wir immer geradeaus fahren. Ja, den Schlepper finde ich gar nicht mal so schlecht. Also der gefällt mir ja schon ganz gut. So, hier fahren wir rein. Und dann können wir da drüben nämlich auch ein bisschen aufräumen. Ja, ich denke, das geht von selber auf. Yep. So, dann ist das auch weg. 2660, so viel ist es nicht. Ja, fahren wir da lang, fahren wir über die Straße und fangen oben an. Und das werden wir dann auch selber machen. Ups. Da waren, glaube ich, ein paar Felsen. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie gut man das jetzt sieht von oben. Weil 48 ist ja schon ordentlich. Ah, stopp, was heißt, das fahren wir selber. Da machen wir natürlich GPS, dann wissen wir ja auch, was Sache ist, ne? So, jo, hervorragend, Helfer. Dann machen wir Feld ist erkannt, Spurführung an. Genau. So, Dele. Also. Hervorragend. Also, dann fahren wir hier rein. Sehr schön. Dann machen wir hinten an. Und Automarsch. Sehr schön. Ah, dieses GPS. Schade, dass man jetzt eben hier unten nicht sieht, was Sache ist. Jetzt schauen wir mal hier drauf. Augenblick, das ist Boden. Das ist Düngen, genau. Und da sehen wir jetzt die zweite Düngestufe. Hervorragend. Ja, da ist jetzt natürlich, wie gesagt, GPS hervorragend. Autopilot bzw. Tempomat rein. GPS, da muss man sich um nichts mehr kümmern. Nur noch zugucken, wie es funktioniert, Freunde. Sehr schön. Okay. Ja, warte mal, zum nächsten Segment. Jetzt haben wir es. So, wir schauen noch mal rein. Ups, hier müssen wir hin. Ah, wir können es nicht drehen. Das ist das, was mich immer so ein bisschen irritiert. Stoppe mal. Ach, jetzt hat er es. Okay. So, wie viel werfen wir denn aus? Ah, das hält sich in Grenzen. Sehr schön. Wir fahren natürlich hier auch noch die Wiese runter, damit wir die auch düngen. Das ist ja mit dem Düngestreuer hier kein Problem, auch wenn die Ballen jetzt hier auf der Wiese liegen. Okay. Stopp. Ja, wir müssten das auch noch. Aber ich will jetzt erstmal das große Feld, damit das erledigt ist. So, wo haben wir denn den nächsten einen Punkt? Ah, hier geht's rein. Sehr schön. So, und wie will er jetzt fahren? Genau, jetzt müssen wir da durch. Also, ich muss sagen, ich finde es stark. Also, die gelbe Linie ist immer die, wo wir hinwollen. So, da vorne wird es jetzt nicht ganz klappen, weil da vorne haben wir jetzt doch einen Ballen im Weg. Sonst wäre es hervorragend. Können wir eigentlich lenken? Ja, wir können aus der Linie raus, ne? Ja, aber dann haben wir auch das GPS verloren. So, jetzt sind wir wieder drin. Hervorragend. Also,
Ich muss sagen, mir gefällt das sehr, sehr gut, das GPS. Auf jeden Fall hier auf der Playsee ist das eine ganz, ganz tolle Sache. Und wir sehen, wir sind da doch eine Spur zu viel reingefahren oder zu früh reingefahren. Aber das ist ja kein Thema. So, genau, dann fahren wir jetzt hier rein. So, ich denke, das müsste so passen. Ja, das passt im Groben. Ja, da ist die blaue und dann müsste da die weiße sein. Genau, und die weiße gibt uns immer vor, wo wir hinwollen. Sehr schön. Tempomat rein und das klappt hervorragend. Freunde, das war's für diese Folge. Wieder mal ein bisschen LS25 hier auf der PlayStation 5 und wir sind unterwegs hier auf unserem Weizenfeld und sind am Düngen, nachdem wir heute hier richtig auch ein bisschen Kohle gemacht haben. Richtig ein bisschen Kohle. Naja, das ist jetzt vielleicht dann doch etwas übertrieben. Was nicht übertrieben ist, ist tatsächlich, dass mir hier dieses GPS wirklich gut gefällt. Und da hinten haben wir schon die Sonne, die langsam untergeht. Und wir haben hier gut zu tun auf der wunderschönen Asien-Map von Giants. Muss ich ehrlich sagen, gefällt mir doch ganz toll. So, ich bedanke mich, wenn es euch auch gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen und ein Abo würde mich auch sehr, sehr freuen. Wäre herzallerliebst. Ich sage auf jeden Fall bis dahin vielen Dank fürs Zusehen. Wünsche euch noch viel, viel Spaß hier mit dem LS25. Mögen alle eure Probleme sich langsam erledigen. Und ich sage Tschüss, Ciao, Cheerio. Bis zum nächsten Mal. Euer Baden-Farmer.